Heute lade ich Sie ein zu einer Reise zwischen Collioure und dem Cap Cerbère, ganz im Süden der östlichen Pyrenäen. Durch die schroff ins Mittelmeer abfallenden Berge ist die Landschaft hier wild und zerklüftet. Auf zu einer Reise entlang der Côte Vermeille, wo hinter jeder Kurve eine nette Begegnung wartet. Los geht's! Port-Vendres ist Frankreichs wichtigster Einfuhrhafen für Obst und Gemüse. Jedes Jahr löschen hier etwa 150 Schiffe ihre Fracht. Die meisten kommen aus Afrika. Ich gehe heute an Bord eines Lotsenbootes und schaue mir an, wie die Mannschaft die Schiffe in diesen sehr schwer zugänglichen Hafen leitet. Guten Tag, Frédéric. Sind Sie bereit zum Auslaufen? Ja, das Schiff wartet etwa 2 Kilometer draußen. Los geht's. Abfahrt. Das Schiff misst 135 Meter. Was ist die maximale Länge? 155 Meter, sonst wird es zu gefährlich. Der Hafen wirkt recht klein im Vergleich zu diesen Riesen. Er ist gar nicht so klein, aber die Schiffe werden immer größer. Noch vor 20 Jahren waren sie kaum länger als 100 Meter. Das Schiff kommt jetzt in Sicht. Wir werden schon erwartet. Das da hinten? Das Schiff wartet am Lotsenpunkt. Was macht die Einfahrt in den Hafen so schwierig? Der Wind und die Strömung. Die Durchfahrt ist sehr schmal und es gibt Untiefen. Wir gehen da besser rein. Es kommen ein paar hohe Wellen. Wieso ist das Frankreichs wichtigster Obsthafen? Ein großer Umschlagplatz für Obst und Gemüse ist in Südfrankreich Perpignan, der Marché Saint-Charles. Und der große Vorteil dieses Hafens sind die kurzen Transportwege. Im Hafen gibt es keine Lager? Nein. Übernehmen Sie nicht das Steuer? Niemals. Ich bin lediglich Berater des Kapitäns. Und die Lotsenpflicht dient nur der Sicherheit. Kommen mit dem Lotsenboot längsseits. Geschwindigkeit 4 Knoten. Okay, wir sind bereit. Das da ist eine... Eine Lotsenleiter. Leiter ist übertrieben. Die sind aber alle so. Strickleitern mit Holzsprossen. Also los. Alles klar. Beeindruckend so aus der Nähe. Was für ein Job. Schon irre, dieses Rot mitten auf dem Meer, im Hintergrund der Canigou. Herrlich. Sie können jetzt mit dem Verteuen beginnen. In Ordnung. Mann, seid ihr schnell. Kommt sie mit. Ist ja wie bei den Cowboys. Hilf mit. Das artet richtig in Arbeit aus. Wie viele sind das? In der Regel 3 Leinen und 2 Springe. Mit den Leinen wird das Schiff festgemacht und die Springe stabilisieren es nach vorne und hinten. Eine prima Technik. Das ist eine Wurfleine. Eine Wurfleine. Komm, versuch's mal. Da oben rein. Er ist gut. Meine Herren, vielen Dank. Gute Fahrt. Komm heil an. Ist etwas kleiner als das, was ihr lotst. Auf dem darfst du das auch. Bis dann. Depuis des siècles,
Seit Jahrhunderten verfügt Collioure über einen natürlichen Reichtum, der sehr begehrt ist. Ein Reichtum aus dem Meer. Anchovies. Bis heute werden in einigen Fabriken die kleinen Anchovies auf traditionelle Weise von Hand filetiert. Ich bin jetzt verabredet mit Girok in solch einer Fabrik. Auf geht's! Guten Tag. Sehr erfreut. Das hier ist also einer der Anchovy-Paläste von Collioure. Ja, die Anchovies und Collioure gibt es seit dem Mittelalter. Demnach waren Anchovies schon im Mittelalter bekannt? Ja, das Salzen war die erste Art der Konservierung. König Ludwig XI. Hatte damals die Einwohner von Collioure von der Salzsteuer befreit. Sie bezahlten keine Steuern? Auf Salz, ja. Er sagte, was ihr da macht, ist so einmalig. Ich erlasse euch die Steuern. Weiß man, warum sich das gerade in Collioure so entwickelt hat? Damals war Collioure ein Fischerhafen. Die Leute lebten vom Weinanbau und den Anchovies. Schwingt da Nostalgie mit? Aber ja, damals war alles sehr familiär. Hier ist noch alles Handarbeit. Guten Tag. Guten Tag. François, freut mich. Man muss da vorsichtig sein, manchmal reißen sie. Diese Filets hier werden dann später in Öl eingelegt. Früher gab es Anchovies nur gesalzen. Das ist richtig. Aber schon in den 1950er Jahren hat mein Vater begonnen, Anchovies in Öl herzustellen. Das machten damals nur wenige. Wie viel verarbeiten Sie am Tag? 15 bis 20 Kilo Filets pro Tag und Person. Wie geht das nun? Sie haben eine Anchovie? Die ist ausgenommen und ohne Kopf. Und nach mindestens 3 Monaten in einem Fass mit grobem Salz und Lake sieht sie so aus. Die gesalzene Seite ist der Rücken, die frische der Bauch. Dazu muss man wissen, wo der Rücken ist. Aber den erkennt man an der Rückenflosse. Genau, die entfernen Sie, so. Von dem Loch aus streicht man mit dem Daumen da entlang und fertig ist das erste Filet. Das trocknet dann auf dem Papier. Ich kann Kopf und Schwanz nicht unterscheiden. Das ist nicht leicht. Ist das so in Ordnung? Ja, doch. Ist das Filetieren der Anchovies reine Frauensache? Ja, das erfordert schließlich Fingerspitzengefühl. Fast wie beim Stricken. Und viel Geduld. Ja. Darf ich mal probieren? Ist sie salzig? Sehr salzig. Da fehlt noch das Öl. Schmeckt gut, aber salzig. Ja, klar. Das ist eine von 2 Fabriken. Sie sind hier der letzte Mohikaner. Ja. Aber auf Ihren Familienfotos waren auch junge Leute. Ja, meine Nachfolger. So muss es sein. Ich begleite dich raus. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Francis? Ja. Ah, da sind Sie. Was tun Sie denn da? Ich prüfe, ob Sie noch dicht sind. Die Fässer sind randvoll. Guten Tag, Francis. Willkommen im Weinkeller der Dominikaner. Das war mal eine Kirche. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut, ebenso das angrenzende Kloster und der Kreuzgang. Die Mönche wurden während der Französischen Revolution vertrieben. Die Kirche wurde geplündert und dann als Artilleriedepot genutzt. Denn Collioure war eine Festungsanlage. Noch heute steht hier Militär. Ja. 1926 ließ der Staat die Kirche versteigern. Die Winzer von Collioure haben sie erworben und als Keller für ihre Genossenschaft genutzt.
Und nun stehen wir hier in dem berühmten Weinkeller, in dem der Banyuls in alten Eichenfässern reift. Banyuls, das ist der Wein, der darin lagert. Genau, der Banyuls ist ein natürlicher Süßwein ohne Zuckerzugabe. Und schauen Sie mal darauf. Fantastisch. Das Dach. Das spielt auch eine Rolle beim Reifeprozess der Weine. Im Sommer steigt die Temperatur auf 45 Grad, was im Banyuls eine natürliche Oxidation bewirkt. Das Schwarze da oben ist der Anteil der Engel. Der passende Ausdruck. Ja, schließlich sind wir in einer Kirche. Viele Winzer mit kleinen Parzellen bilden also eine Genossenschaft. Wie viel produziert die? Hier, diese Genossenschaftskellerei hat eine Kapazität von 10.000 Hektoliter Banyuls. 10.000 Hektoliter? Das sind 1 Million Liter. Genau, 1 Million Liter. Das da ist das größte Fass der Genossenschaft, mit 55.000 Litern. Es ist nie leer. 1936 wurde es zusammengebaut und seitdem steht es da unverändert. Das ist einmalig. Und der Inhalt auch. Vom Feinsten. Ich würde ihn gern probieren, aber ich muss noch fahren. Darum lasse ich Sie jetzt weiterarbeiten an diesem außergewöhnlichen Ort. Mit dem Wein und der Architektur dieser Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Vielen Dank, Francis. Gute Reise und fahren Sie vorsichtig. Na klar, danke. Auf Wiedersehen. Großartig. Hier in Cerbère, einer kleinen Gemeinde am Mittelmeer unweit der spanischen Grenze, baute 1928 ein Mann ein Hotel mit großen Ambitionen. Sein Urenkel Jean-Charles Sin erzählt mir nun die ganze Geschichte. Hallo Jean-Charles. Wie geht's? Sehr gut. Ah, hier ist mein Moped gut aufgehoben. Wie kommt denn Cerbère zu einem so großen Hotel, ein so kleiner Ort? Ein Dorf ja, aber der Bahnhof war mal von Bedeutung. Stimmt, das war ein Teil von Cerbère, der internationale Bahnhof. Ja, und damals brauchte man noch ein Visum für die Einreise nach Spanien. Das hat etwa 1-2 Tage gedauert. So lange mussten die Leute irgendwo runterkommen. Die meisten hatten Geld und reisten im Schlafwagen. Und so entstand dann die Idee mit dem Hotel. Ihr Urgroßvater beauftragte also einen Architekten. Léon Bay, ein Freund von ihm. Ah, also ein Architekt aus der Gegend. Ja, und der gestaltete das Gebäude wie ein Schiff. Auf der einen Seite führt die Nationalstraße vorbei, auf der anderen Seite liegen die Bahngleise und das Meer. Man spürte, man war auf Reisen. Und hörte die Züge vorbeifahren. Eine Besonderheit des Hotels war auch die Betonbauweise. Richtig, deshalb steht es auch unter Denkmalschutz. Es war das weltweit erste Gebäude mit Formelementen aus Stahlbeton. Betondecken und Wände gab es schon, aber keine Modellierung. Ist das hier aus Stahlbeton? Ja. Diese Rundungen auch? Die Balkonstützen, alles. Das war der Speisesaal. Er bot Platz für gut 100 Personen. Sagenhaft. Ist das Dekor noch, wie es war? Ja, dazu gibt es eine Geschichte. Eine Frau aus Cerbère hat dem Maler Modell gestanden. Er war ihr Gast und konnte die Rechnung nicht bezahlen.
Lief das Hotel gut? Einige Jahre lief es gut, bis der Spanische Bürgerkrieg begann. Da war dann Schluss. Bis wann wurde es genutzt? Bis heute. Ach, Sie vermieten noch immer? Ja, aber es ist kein Hotelbetrieb mehr. Wir vermieten Appartements. Dieses Dekor ist unglaublich. Und das Klavier da hinten? Das war für die Kinovorstellung. Die Filme waren ja noch Stummfilme. Ein Kino gab es hier auch? Ja. War Ihr Urgroßvater ein Visionär? Ich denke ja. Und das ist dein Zimmer für heute Nacht. Ich mag diese Atmosphäre. Solche Fensterläden. Und wenn ich die öffne, stürmt es draußen? Wer weiß. Gute Nacht. Danke. Bis dann. Spartanisch, aber nicht übel. Ich glaube, ich werde sehr gut schlafen. Guten Tag. Tag, junger Mann. Sieh an, eine Reliquie. Können Sie Öl nachfüllen? Wir kriegen alles hin, außer Waschmaschinen. Paco, bringst du mir mal bitte das Moped? Kommen Sie. So war es mal. Es ist nicht mehr das Jüngste. Die gab es, als ich 20 war. Mopeds sind praktisch, aber anfällig. Der Tramontana hat es umgeworfen. Jetzt ist das Pedal verbogen. Darum sind Katalanen klein und dick, damit der Wind sie nicht umbläst. Gib das mal rüber. Da läuft Öl aus, aber das kriegen wir wieder hin. Klasse, drei Mechaniker an einem Moped. Das ist ganz schön hingeknallt. So, mein Freund, ich gehe Kaffee trinken. Großartig. Oh Mann, sind wir gut. Danke, Paco. Große Klasse. Man tut, was man kann. Auf geht's. Ciao. Ich gehe hier in der Gegend von Pouliche im Herzen der Côte Vermeille einer erstaunlichen, um nicht zu sagen explosiven Geschichte nach. Guten Tag, Philipp. Guten Tag. Wie geht's? Sehr gut. Hier an dieser Stelle war früher die Dynamitfabrik Nobel. Und das hat die ganze Gegend geprägt, stimmt's? Ja, über 5 Generationen haben Katalanen hier gearbeitet, haben ihren Schweiß und manchmal ihr Blut vergossen, zum Teil auch Spanier. Unvorstellbar. Und das direkt neben einem Traumstrand. Für die Männer und Frauen, die hier gearbeitet haben, war das Himmel und Hölle zugleich. Da drüben das schöne blaue Meer und hier die Arbeit mit Dynamit. Es gab Explosionen, ausgelöst durch hochgefährliche Chemikalien. Philipp, was ist Dynamit? Dynamit hat das Schwarzpulver abgelöst, der napoleonischen Armee und so weiter. Alfred Nobel erfand ein neues Konzept. Er mischte Säuren und entwickelte eine Paste, die explosiv war, aber nur mit einem Zünder. Dynamit wurde auf vielfältige Weise zu friedlichen Zwecken eingesetzt, etwa beim Bau des Panamakanals. Da kam das Dynamit von hier? Ja, aus Poli. Es wurde in die ganze Welt geliefert. Damit wurde der Tunnel durch den Mont Blanc gebaut. Hier sind auch Tunnel. Heißt das, die Fabrik erstreckte sich über das gesamte Gebiet? Ja, die Fabrik war sehr groß. Sie reichte noch über den Berg da hinaus. Auf wie viel Hektar? Insgesamt 37 Hektar. Ein schöner Blick. Herrlich. Beinahe einzigartig. Völlig unberührt. Die einzigen Gebäude sind die der Fabrik. Aber das hat seine Gründe. Man denkt, Mensch, ist das schön hier. Na klar. Aber gleich nach der Stilllegung der Fabrik haben sich Immobilienmakler darauf gestürzt, die hier Häuser bauen wollten und einen Yachthafen mit 500 Liegeplätzen. Die hiesige Bevölkerung lief dagegen Sturm und konnte das Vorhaben schließlich verhindern. Aus Verbundenheit? Ja, sie hingen an ihrer Fabrik. Und dann entstand die Idee, dieses Gebiet ganz der Natur zu überlassen. Denn trotz allem, was hier passiert ist, herrscht eine große Artenvielfalt.
Das Dynamit hallt noch nach, aber sehr leise. Eine tolle Geschichte. Danke, Philipp. Aber gern. Kann ich mein Moped hier starten? Nicht, dass irgendwas in die Luft fliegt. Nein, es ist noch immer gut gegangen. Vielen Dank. Auf geht's. So wie das Licht heute die Farben leuchten lässt, ist verständlich, dass Collioure viele Maler inspiriert hat. Hier hatte sogar eine Stilrichtung der Malerei ihren Ursprung, der Fauvismus Anfang des 20. Jahrhunderts mit Matisse, Derain und anderen. Man spricht auch vom Saint-Tropez der Malerei. Und es gibt jemanden, der die meisten dieser Maler gekannt hat, Jojo Pousse. Ihn treffe ich jetzt in seiner Bar, Les Templiers. Guten Tag. Wie geht's? Sehr gut. Danke für die Einladung zu Ihnen nach Hause, denn das sind Sie hier ja wirklich. Ja, ich kam oben im ersten Stock zur Welt und bin immer hier geblieben. Ich wollte nie woanders hin. Nein? Überhaupt nicht. Ich habe hier so viel erlebt und so viele gute Leute getroffen. Schauen Sie, das bin ich als Kind. Sie? Und das ist meine Mutter. Das ist alles eins. Ja, super. Die hunderte von Bildern hier im Les Templiers sind wirklich beeindruckend. Ja, Sauvage, ein Maler des Kubismus, hat meinem Vater das erste Bild gegeben. Und warum? Hat er damit eine Rechnung bezahlt? Nein, Maler sind von Natur aus großzügig. Aha. Und die Familie, meine Eltern, waren ja auch sehr großzügig. Picasso, der in Perpignan wohnte, aß hier jeden Tag mit seinen Kindern zu Mittag. Zu jedem Bild gibt es eine Geschichte, wenn ich sie mir so ansehe. Das sind alles Bilder von Malern, die hier bei uns gelebt haben. Wie kam das mit Collioure und der Malerei? Durch Matisse? Mit Matisse. Ein Maler hatte ihm geschrieben, er solle unbedingt nach Collioure kommen. Die Landschaft sei so wundervoll, das Licht und die vielen bunt angestrichenen Boote. Vor allem auch wegen der freundlichen Atmosphäre. Matisse kam dann und hat Collioure entdeckt. Derain kam einige Monate nach ihm und die beiden haben überall in Collioure gemalt. Collioure war also Teil des Abenteuers Fauvismus. Derain wurde auf einer Ausstellung in Paris von einem Kunstkritiker scharf angegriffen. Dies seien Bilder eines Fauve, eines Wilden. Das Rot sei falsch, das Blau, das Gelb, alle Farben seien falsch. Jedes dieser Bilder ist ein Stück aus meinem Leben, eine ganz starke Zeit. Was für eine Geschichte. Ein kleines Dorf am allerletzten Ende von Frankreich. Einfach unglaublich. Ich muss Ihnen noch unser erstes Gästebuch zeigen. Hier, die Seite von Sauvage. Das ist toll. Und hier Arletty. Collioure, alles Liebe. Sie kam jeden Tag zum Mittagessen. Dufy. Dufy. 48. Raoul Dufy. Unglaublich. Das ist von Picasso, 1953. Da, an dem Tisch hat er gesessen. Hier Matisse. Matisse, 1950. Dieses Gästebuch gehört mit zum Schönsten, was mir je gezeigt wurde. Es ist fantastisch. Das Glück hat nicht jeder. Die Sonne scheint sogar noch. Vielen Dank. Auf ein andermal. Gern. Schau dieses Blau. Ciao. Ciao.
Zum Abschluss meiner Reise bin ich hier hinaufgefahren, um ein letztes Mal den Blick auf diese außergewöhnliche Landschaft zu genießen, wo die Pyrenäen ans Mittelmeer stoßen. Eine Landschaft, die bis heute ihre Bewohner prägt, wie mir meine Reise entlang der Côte Vermeille gezeigt hat. Es ist schon beeindruckend, wie dieser Koloss da in den Hafen einläuft. Zumal der Hafen so klein ist. Toll. Port-Vendres gilt als das Dorf des ewigen Frühlings. Da, wo der Wind wie ein Lied singt und die Herzen zum Klingen bringt. Oh, Nacht von Port-Vendres, die Herzen der Liebenden du verführst. In der Brise man die Augen schließt und lauscht diesem Lied. Bravo, hier ist ein Poet an Bord.